Hallo, willkommen zu Let's Play! It's a Time Quest! Mit mir von Goggi! In der letzten Folge haben wir es aufgemacht. Genau. Erstmal das hier einsammeln, weil das ist mir gerade wichtig. Moment. Genau. In der letzten Folge haben wir es aufgemacht. Um. Jetzt nicht den Faden verlieren, Frau Goggi. Ja, das wäre nicht so gut. Rast er einfach so auf uns rein. Auf uns rein, in uns rein. Er ist gegen den Stein geknallt. Mann, ihr Drachen. Oh, wollt ihr Boxautos spielen oder was ist denn mit euch los? Mann, oh Mann. Darf ich mich hier rammen? Und mich aus dem Konzept bringen? In der letzten Folge haben wir in der Festung noch etwas erledigen müssen. Das wollte ich noch machen. Genau. Was gab es denn noch zu tun? Was haben wir noch gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ich soll, glaube ich, ja nicht immer darauf eingehen. So, einen kleinen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wird mir hier total abgelenkt. Das ist ja eine Dreistigkeit. Dieses Gebirge da hinten? Das ist so sonderbar. Das sieht wirklich sonderbar aus. Okay, schauen wir uns das doch mal an. Moment, da kommt ein Drache direkt uns entgegen. Oh mein Gott, was ist da denn los? Muss man hier irgendwie... Hä? Runter vielleicht? Tatsache, nach unten. Was ist da denn los? Ladebalken. La 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 la. Der schwarze Turm, Eratosken der Dritte. Oh. Sei vorsichtig, Hype. Fühle, dass dieser Ort das Reich des Bösen ist. Und denk daran, Enostus darf nicht sehen, wie du den Almanach nimmst. Wenn er dich sieht, dann verlass den Raum und komm später wieder. Viel Glück, Hype. Oh. Da hast du mir eine Aufgabe gegeben. Ich schau erstmal, ich genieße erstmal die Aussicht. Die ist ja Wahnsinn. Junge, Junge, da quietscht sogar mein Controller. Was haben wir denn hier alles? Mann, oh Mann, kahle Felslandschaft. Gar keine Blümchen. Warum? Das ist ein total neues Areal für mich. Junge, Junge. Ich würde mal sagen, hier geht's rein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh mein... Hier ist dunkel. Eine Höhle. Oh je, oh je. Mich gruselt schon. Blaue Fackeln? Okay, sonderbarer geht's echt nicht. Oh Mann. Ich würde mal sagen. Speichern? Und. Hören besser mal auf mit dieser ängstlichen Stimme. Auch wenn es wirklich komisch ist, was hier abgeht. Oh Mann, was ist hier los? Geist! Nein, nein, nein! Ihr Geister, lasst mich mal in Frieden! Wie sie mich ankotzen. Ja, es könnte wieder herkommen. Jetzt bitte. Ah, drei auf einmal. Ist okay. Gut. Da muss man sich immer mal wieder ein bisschen konzentrieren. Aha, schon wieder irgendwelche Symbole. Am Start. Was bist du denn? Okay. Ah, ihr kommt hier also permanent raus. Das ist ja toll. Na toll. Ich muss sie wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge besiegen, oder? Na toll. Jetzt kommt der auch noch.
Wie will ich die Reihenfolge herausfinden? Hm. Jetzt lasse ich den aus meinem... ich wollte sagen, ich lasse ihn in Frieden, aber er lässt mich nicht in Frieden. Mann. Verschwinde. Was passiert, wenn ich hier reinlaufe? Kann ich das lesen? Ich kann es lesen, okay. Resistorikai. Diese Striche zeigen die Vertreter des Bösen im Laufe der Zeit. Innostus, den genialen Gründer dieses Ortes, der herausgefunden hat, dass die Geister der hier abgebildeten Personen zum Leben erwachen, wenn man das Symbol des Bösen in drei Teile teilt. Dieser Raum ist eingerichtet worden, damit sich der Schwarze Ritter heimisch fühlt? Heimisch. Fühlen. Der Schwarze Ritter. Warum ich gerade zu leise bin? Ich war gerade einfach nur von der Atmosphäre gespannt. Schnell einsammeln. Einsammeln. Okay. Hat also gar nichts mit den Geistern zu tun. So schnell wie möglich einsammeln. Das ist alles. Ja, lass dich doch treffen vom Geist. Halt. Ist eh nur noch einer. So, einsammeln bitte. Danke. Du hast es das... Symbol Bös. Was bringt mir das Symbol Bös, bitte? Das Symbol des Bösen. Ah, hier geht's rein. Rein? Was ist hier unten? Erstmal Leiter benutzen. Komische Musik. Skelett da unten. Was auch immer hier los ist. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Was ist das denn? Ich wusste, dass du ein Skelett bist, ja? Ja. Natürlich. Nein, 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 nein. Ihr lasst mich jetzt mal kurz in Frieden. Ja. Und jetzt kriegt ihr nämlich das hier ab. So. Achso, ihr habt noch mehr Lust zu kuscheln. Ist okay. Gut, dass ihr wenigstens das übrig lasst. Okay, kann man nichts machen. Hm. Kann man auch nichts machen? Komisch. Ich bin gerade irgendwie verblüfft. Ich bin total perplex gerade. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, die kommen hier die ganze Zeit. Und was soll ich jetzt hier machen? Irgendwas mit dem Symbol des Bösen vielleicht? Hm. Symbol des Bösen mal ausrüsten. Hm. Ja, toll. Ja, ihr lasst jetzt hier die ganze Zeit irgendwas fallen. Das gefällt mir ja schön, aber... Geht's hier hinten weiter? Nein. Machen? Mit draufhüpfen vielleicht? Ja, toll. Geht halt ab. Das ist ja blöd. Jetzt habe ich immer zwei Skelette, die ich besiegen muss. Ja, die lassen auch was fallen. Das ist schon gut, aber... Was soll ich denn da machen? Soll ich mal von hier oben was machen? Irgendwie... Irgendwas? Soll ich irgendwie mit dem Bolzen draufschießen? Oder was wollen die von mir? Ja? Kurz gedacht, er trifft mich. So. Geht das? Komm schon. Nein. Du willst gehen. Aber nicht, wenn ihr hier kommt.
Irgendeiner muss doch von denen was bewirken. Ja, anscheinend nicht. Was soll das bedeuten? Was soll man mit denen machen? Ich weiß es nicht. Müsst ihr die vielleicht angreifen? Ja, wird wahrscheinlich nicht so sein. Ich meine, ihr habt ja auch solche Köpfe. Gehen wir noch mal nach oben. Gehen wir doch mal noch mal nach oben, ist okay. Was muss ich hier tun? Ist gerade total komisch. Ja, wieder runterfallen, ist gut. Aha, okay. Plötzlich triffst du mich, ist okay. Schön, aber wenigstens kann ich mich wieder heilen. Kann ich irgendeinen Zauber machen? Bringt nichts. Hier ewig am Rätseln sein ist auch blöde. Da draufhauen? Ja, toll. Jetzt kommen die wieder hier und wollen sich wichtig machen. Nee, nee, nee. Oh, schenk uns Aufmerksamkeit. Huhuhu. Und jetzt gehen wir schlafen. Weil wir so interessant sind. Die haben so viel. Ich habe mittlerweile so viel Plastik, dass ich sie gar nicht mehr aufnehmen kann. Nicht schießen, sondern. Ja. Leiter benutzen. Mann, was ist mit mir los? Ich bin gerade ganz am Nachdenken. Was kann man mit den Dingern da machen? Ihr habt, dann sagt's mir bitte. Ich hab keine Ahnung. Sag du mir mal, was man mit dem Symbol des Bös machen soll. Du musst diesen Almanach holen, Hype. Tu alles, was in deiner Macht steht, um Menostus von seinem Almanach wegzulocken. Dann sieht er dich ihn nicht nehmen. Und wenn er dich entdeckt, gehe raus und kehre nach einer kurzen Weile zurück. Enostus wird dich so schnell nicht zurückerwarten. Ich habe großes Vertrauen in dich. Ja, ich werde es schaffen, Satila. Ach, diese Schädel, die machen mir jetzt gerade echt Gedanken. Was muss man mit denen machen? Komische Sache. Ganz, ganz arg komische Sache. Ich habe dieses Symbol des Bösen. Muss ich das hier vielleicht wieder einsetzen? Irgendwas damit machen? Draufhauen vielleicht? Nein. Das sieht anders aus als alle anderen. Nichts machen. Da geht's weiter, das ist klar. Geht's sonst noch wo weiter? Nein. Ja, es kommt wieder diese coole Musik, ich weiß. Was muss man hier tun? Ja, du kannst ruhig runterhüpfen, halb. Ja, ich habe euch vermisst. Mann, wenn ihr immer Plastiks fallen lasst, dann kann ich nichts einsammeln. Aber mal ehrlich, was soll ich mit diesen blöden Dingern hier anstellen? Warte mal, die mich auch irgendwie langweilen. Oh, ihr könnt doch mal ein Nüsschen fallen lassen. Was muss ich da tun? Moment mal, das ist der tiefste, oder? Vielleicht hat das mit der Höhe zu tun, dass die irgendwas... Auch nicht. Wir wollen uns wichtig machen. Nee, nee, nee. Ja, lass mal schön den Kopf fallen. Da hinten vielleicht irgendwie? Geht's irgendwie hinten wo weiter? Lass mal umschauen. Ja, 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 ja. Ist okay, bla bla bla. Das reimt sich schon fast. Was muss man tun? Was muss man tun? Ich weiß es nicht. Muss ich mit den Fußball spielen oder was? Das sind irgendwelche Schädel? Keine Ahnung.
Sei mal kreativ, Frau Goggi. Geld. Ja, toll. Und jetzt? Was könnte ich mit denen anstellen? Da geht's weiter. Oh Mann, erstmal gescheit umgucken, bevor du irgendeinen Blödsinn machst. Jetzt stellt sich bestimmt raus, was du mit den Schädeln machen kannst. Oder doch nicht. Eine Kiste. Und aufmachen. Grüne Kräuter, immerhin. Schön. Endlich geht's weiter. Hallo? Grünes Wasser, ist okay. Ja. Ich laufe erstmal ganz langsam runter, weil ich habe echt Angst. Wer bist du denn? Nein! Irgend so eine Wache. Okay. Ich glaube, ich... Nein, werde erstmal den da drüben so machen. Und drauf. 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 Komm schon. Komm schon. Na, jetzt kriege ich ihn nicht mehr. Komm schon. Geh doch. Geh doch. Geh doch. Geh doch. Geh doch. Triff doch, Hype. Ja, komm schon. Triff. Nein, wir haben keine Armbrustbolzen mehr. Zumindest keine blauen mehr, weil ich sie alle verschieße. Waren eh nur die blauen. Eigentlich könnte ich ja auf den losgehen. Geronimo! Der kommt jetzt bestimmt von der anderen Seite. Oh. Oder doch nicht? Hm. Habe ich den schon umgenietet? Was war das denn? Hä? Ah, da bist du doch. Mann, oh Mann. Schon fast vermisst. Rote Bolzen. Gut. Und jetzt? Was gibt's denn jetzt zu tun? Hä? Gut, jetzt bin ich hier weiter. Und jetzt ist hier vielleicht wieder irgendwo ein Geheimgang irgendwo dahinter, wo es dann wieder weitergeht. Ja, haha. Ganz arg verkeilt. Damit man auch lange suchen muss. Hättet ihr euch nichts Besseres ausdenken können, oder? Fässer, die explodieren. Bitte irgendwas beinhalten. Tränke oder so. Nüsschen. Auch gut. Was haben wir hier? Ho, ho, ho! Ja? 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 Was ist da denn los? Ohne Barriere? Energiefeld? Bla? Kann man da durch? Okay. Was auch immer das hier ist. Ah, okay. Erstmal das hier platzieren wahrscheinlich. Okay. Jetzt schau ich erstmal. Was steht denn da? Res Historicae. Wenn die Symbole der Geister vereinigt sind, werden sie zu einer Energiequelle, die fähig ist, einen Menschen zu teleportieren. Diese geniale Erfindung ist das Werk des berühmten Alchemisten Nennostos. Ja, ja. Ragoth war auch ein großer Alchemist. Ja, gut. Er war klein. Aber, was ist das denn? Passiert nichts. Das sind also Teleporter. Rot, grün oder blau. RGB. Ich glaube, ich nehme mal R. Okay. Jetzt bin ich... Wo genau? In einem anderen Raum? Oder ist es immer noch der gleiche? Es ist ein anderer Raum. Ich war bei Rot. Es ist ja auch ein gelber. Nehme ich mal nach Rot, nehme ich mal Blau. Aha. Okay. Rot war schon mal richtig. Oder doch nicht? Nochmal Rot. Falsch. Blau. So, jetzt bin ich in einem anderen Raum. Richtig? Richtig. So, jetzt nehme ich mal den gelben.
wenn es überhaupt gelb ist. Jetzt bin ich wieder in einem anderen. Okay. Blau, gelb, grün, rot vielleicht. Oder rot, grün. Machen wir mal rot. Na, jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay, blau, gelb. Na, wieder weg. Schauen wir mal. Rot. Genau. Dann machen wir mal den gelben. So. Jetzt habe ich da rot genommen, jetzt nehme ich da mal den grünen. Jetzt haben wir wieder den gelben. Jetzt habe ich aber noch nicht den roten, sondern... den nehme ich jetzt mal. Ach komm schon. Ist das Zufallsprinzip? Hier mal. Blau hat nichts gebracht. Grün oder rot? Es müsste es wieder rot sein. Richtig. Rot. Danach habe ich blau genommen. Es ist aber falsch, weil man muss den hier nehmen. Okay. Jetzt nehme ich mal blau. Oho. Wo bin ich denn jetzt? Oho. Oho. Hohoho! Ein Ort zum Speichern. Ich glaube, das nutze ich mal. Überschreib den Spielstand hier. Und wir sehen uns nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Halb the Time Quest mit mir, Fulgogi. Warum rede ich so komisch? Ich weiß es nicht. Finden wir es raus. Alrighty then!